Endlich ist es soweit und die Sommerferien sind da. Für viele Schülerinnen und Schüler bringt die freie Zeit nach einem langen und anstrengenden Schuljahr eine schöne Verschnaufpause vom stressigen Schulalltag. Die Stadt Steyr hat auch heuer wieder mit vielen verschiedenen Programmen einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Sommer geplant. Die Feenwächter sind ein Teil aus dem beliebten Sommerprogramm. Bunt mit Flügel und Kronen. Bunt und Flügel haben. Wie Feen und sind am Dunkeln und sind am Dunkeln. So haben sie einfach Spaß gehabt. Die Feenwächter kommen aus der Urzeit und sind Gestalten, werden Gestalten, die halt das Böse fernhalten. Aus Stämmen, Ästen, Wurzeln oder anderen Naturmaterialien entstehen sogenannte Feenwächter. 9 begeisterte Kinder zeigten, dass ihre Fantasie keine Grenzen kennt. Lila mit Blau und Gelb. So blau und ein rotes Gesicht. Ganz bunt angemalt. Das Basteln mit natürlichen Stoffen fördert nicht nur das handwerkliche Geschick der Kinder, sondern bringt den jungen Bastlern, gerade in der heutigen computerdominierten Welt, die Natur einen großen Schritt näher. Man holt es einfach an, sie werden kreativ, sie arbeiten, die haben so eine Farbenzusammenstellung. Das ist ein Wahnsinn und ich finde, das gehört einfach viel mehr gefördert. Die mystischen Wesen verzauberten regelrecht die Kinder. Sehr schön, überhaupt das Basteln und das Malen. Sehr gut, weil man, da kann man malen, wie man will. Und nicht, dass da nicht wer sagt, du musst jetzt so und die Farben nehmen, sondern wie man will. Als eine gelungene Abwechslung im Ferienprogramm verging der kreative und lustige Vormittag viel zu schnell. Im August werden noch einige spannende Kurse angeboten. Neugierige und wissbegierige Kinder begeben sich am 7. August auf die Spuren der Vergangenheit in Steyr. Am 13. August wird ein Kreativworkshop mit Perlen angeboten. Junge Köchinnen und Köche können am 22. August alles über das Schneiden, Kneten, Rühren und Backen lernen. Am 29. August geht es nach Linz in die Grottenbahn-Märchenwelt am Pöstlingberg. Und im Anschluss daran folgt eine abenteuerliche Werkstour in der Vösalpine Stahlwelt. Worauf soll man da jetzt noch warten? Schau jetzt einfach in das Stadtservice im Rathaus und melde dich für einen Kurs an.